Ich möchte euch zeigen den Unterschied zwischen einem Pendel und einem Körperpendel. Also wenn ich ein Pendel habe, ein Beispiel, und ich beginne zu pendeln, um, sag mal jetzt ein Mittel, das kann ich sehr gut machen, wenn ich gegenüber einer Person keine Beziehung habe. Aber wenn es um etwas Wichtiges geht, und das Wichtigste, da bin ich ja selber oder meine Liebsten zu Hause, dann benutze ich das Körperpendel. Und das Körperpendel heißt, ich ordne an, also ich gebe mir selber den Befehl, bei einem Ja zieht es mich nach vorne, ich ordne an, bei einem Nein zieht es mich zurück. Tief ein- und ausatmen. So, und so funktioniert das. Dann sage ich, Körper zeigt mir ein Ja, geht's nach vorne, zeigt mir ein Nein, geht's zurück. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist folgendes. Wenn wir hier das Hirn haben, da haben wir das Reptilienhirn, das ist der Hirnstamm, ist 100 Hertz getaktet. Da geht es ums Überleben, Atmung, Verdauung, Herz-Kreislauf. Und das kann man sich gut merken, wenn jemand ertrunken ist und man reanimiert ihn und er braucht dann eine Herz-Lungen-Maschine plus eine Magensonde für die Nahrung. Und mit der Sexualität wird nicht mehr viel los sein. Also das sind Urfunktionen, deshalb Reptilienhirn. Da kann man nichts beeinflussen. Das ist das emotionale Hirn. Emotionen kommen auch sofort. Also ob ich glücklich bin oder traurig, das ist im emotionalen Hirn. Das ist 100 Hertz getaktet und einmal langsamer ist 200 Hertz getaktet, ist dieses emotionale Hirn. Jetzt kommt der große Schritt, das ist das Großhirn mit dem Kleinhirn. Das ist 300 Hertz getaktet und das kann lügen. Also das emotionale Hirn, wie auch das Stammhirn, kann nicht lügen. Das heißt folgendes. Wenn ich pendle, ist es entscheidend, der erste Impuls, also wenn es nach vorne geht, weil dann wird das und das reagieren. Und nicht, wenn ich nach vorne gehe und dann zurückziehe. Dann ist das der erste Impuls entscheidend. Und diese Feinfühligkeit habe ich nicht mit dem Pendel, weil es braucht eine halbe Sekunde, bis er pendelt. Und das ist der Unterschied. Also wenn ihr euch selber testen möchtet, nehmt das Körperpendel. Also ein Pendel kann ich nehmen für etwas anderes, kein Problem, das ist sicher zuverlässig. Aber wenn es um euch geht, testet das nach.